Oh, da ist jemand Neues auf den Server gekommen. Saxum 1997. Ich gehe mal begrüßen, Leute. Das mache ich zwar nicht immer bei jedem, aber ich finde das hier gerade irgendwie voll schön. So, zack. Hallo Saxum, schön, dass du da bist. Hallöchen. Und er dreht sich direkt weg und geht weg. Einen wundervollen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Ducky LP, hier in den Ravenclaw Mädchenschlafseelen. Genau, da haben wir die letzten zwei Folgen dran weitergebaut, auch unter anderem, weil ihr euch das gewünscht habt und gesagt habt, yo Daniel, das ist eine Aufgabe, die hast du letzte Staffel angefangen, mach sie gefälligst zu Ende, sonst hassen wir dich. Und da ich nicht will, dass man mich hasst, habe ich es einfach gemacht und ich weiß ehrlich gesagt so absolut gar nicht, ob mein, Baufortschritt hier gerade Früchte trägt oder ob ihr euch denkt, ach, hätten wir das mal besser nicht in den Chat geschrieben. Ja, das weiß ich halt einfach wirklich nicht. Ich bin mal gespannt. Ich lasse mich einfach überraschen und würde sagen, wir machen jetzt erstmal nahtlos weiter. Und ich werde gleich übrigens auch noch eine kleine andere Aufgabe mit euch ansetzen. Welche das genau sein wird, das werdet ihr dann sehen. Hier zum Beispiel würde ich mal eben ganz kurz, würde ich nicht. Wir hatten ja letzte Folge am Ende überlegt, ob wir die Türen mit so Vertiefungen bearbeiten. Aber das weiß ich ja jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und deswegen, also ich habe ja eure Meinung noch nicht gelesen, weil ich vorproduziere. Dementsprechend lasse ich das jetzt erstmal, aber wir haben auch noch genug andere Sachen zu tun. Und wir werden gleich noch in einen anderen Bereich von Hogwarts gehen, weil ich euch da was zeigen wollte. Und auch, weil, ich da schon ein bisschen was probieren wollte. Und ja, auch um euch die Frage zu stellen, ob ihr das dann gut findet, damit wir schon mal die Zeit nutzen können. Damit ihr mir halt sagen könnt, ob ihr das gut findet oder dass ihr mir halt sagt, yo Daniel, was soll der Schwachsinn? Genau, so, und ich habe heute auch ein sehr, sehr cooles Thema am Start. Ein Thema, wo ihr euch mit einsetzen könnt, meinen Kanal, ja, um ein neues Format zu erweitern. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Ich habe vor, ab nächstes Jahr ein neues Format in die Wege zu leiten. Und ich habe keine direkte Idee für das Format. Ich habe zwar, also schon, ja, was heißt, ich habe keine Ideen, das wäre ja schon ein bisschen tragisch. Also ich habe schon Ideen, Möglichkeiten, ja, aber ich möchte euch gerne mit dran teilhaben lassen. Und vielleicht hat ja der ein oder andere von euch noch kreativen Input, der, ja, der da cool ist, der mir da hilft oder beziehungsweise den ich selber nice finde und so weiter und so fort. Warum kann ich das da oben nicht, warte mal, was sind das da für Blöcke? Bin gerade verwirrt, sorry. Also, ach, das war ein Okay, ich verstehe das nicht ganz, aber soll jetzt, ja, kann ja uns egal sein. Genau, was ich also sagen wollte, ich würde mich sehr freuen, eure Meinung am Ende der Folge in den Kommentaren zu hören, wie ihr dazu steht, wie ihr das Ganze findet. Und, ist da jemand Neues auf den Server? Oh, da ist jemand Neues auf den Server gekommen. Saxum 1997. Hallo Saxum, schön, dass du da bist, freue ich mich. So, ich muss mal eben hier nach oben, das ist echt schwer hier so zu bauen. So, und dann machen wir jetzt nämlich... Ach so, warte mal, das sieht man dann, ne? Ich bin halt vollkommen wieder verwirrt, merkt ihr, ne? Wartet mal, wir gucken uns das mal eben vom Treppenhaus aus an. So, nochmal eben Zeitumkehrer Ahoi. Wundervoll. Sollen wir Saxo mal eben begrüßen gehen? Ich gehe mal begrüßen, Leute. Das mache ich zwar nicht immer bei jedem, aber ich finde das hier gerade irgendwie voll schön. So, zack. Hallo Saxum, schön, dass du da bist, Hallöchen. Und er dreht sich direkt weg und geht weg. Hallo Saxum, Hallöchen. Hallo? Okay, alles klar, ich fühle mich wie wert. Ja, okay, ja, ich gehe dann einfach mal. Hallo, willst du mit... jemand, der mich mag. Hallo, sowieso. Hallo sowieso, grüß dich, schön, dass du auch da bist. Die neue Person auf dem Server mag mich offensichtlich nicht. Also, dann ist diese Person offensichtlich nur für den Server hier und nicht, weil diese Person gerne Dagi-LP-Videos schaut. Naja, ich werde drüber hinwegkommen. Ich bin's ja nicht gerade so. Also, ich bin's schon gewohnt. Genau. So, dann halt wieder zurück. Dann grüßen wir halt niemanden. Ist okay? Nein, ich bin nicht nachtragend. Nein, das hat jetzt nicht meinen Stolz verletzt. Okay. So, genau. Hier sind wir wieder. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo waren wir denn jetzt zuletzt? Ach so, ja genau, ich wollte noch gucken, wie das jetzt hier vereinbar ist mit, warte mal, genau, hier ist die untere Ebene und dann haben wir jetzt hier das geschafft, genau, warte mal, hier könnten wir vielleicht noch, warte, kann man hier welche, oh ja, genau, kann man die Dinger noch dran klatschen? Ja,
Ja. Warte mal, können wir... Nee, das können wir nicht. Okay. Ist egal, das ist nicht so schlimm. So. Ja, aber so geht es doch einigermaßen, oder? Warte mal, wir könnten... Nee, komm, ich lass das so. Aber ich würde gerne den Eingang hier noch ein bisschen überarbeiten. Von hier aus sieht das auch doof aus. Warte, wir machen da auch Holz hin. Ja, wobei, wenn wir Holz dahin machen, dann sieht es wieder... Warte, wir machen da Holz hin. Ja, wir machen da Holz hin. Habe ich jetzt mal so gerade ganz spontan entschieden. So. Ja, das sieht besser aus. Ja, vor allem auch von hier aus. Ja. Und ob wir das hier nicht doch durch Steinziegel ersetzen, das muss ich mir auch noch überlegen. So, hier haben wir dann das, genau. So, also, dieser, ja, Zuweg hier, der ist soweit ready. Also, ne, hier die ersten Schlafräume. Das ist Schlafraum Nummer 1. Genau, der größte an dieser Stelle. Da würde ich die Siebtklässler vielleicht sogar reinpacken. Obwohl, naja, eigentlich sollten die Siebtklässler ja oben sein. Weil, naja, ganz unten, da fühlen sich die Erstklässler wahrscheinlich wohler, weil die haben ja noch eine kleinere Blase. Und wenn sie dann auf Klo müssen oder so, dann haben sie es nicht so weit bis zu den Toiletten. Ist ja eigentlich sozialer, oder? Ihr müsst mir mal sagen, sollen da die Erstklässler rein oder sollen da die Siebtklässler rein? Hm, mal gucken. Genau, dann haben wir jetzt hier die zweiten Schlafräume. Und, ja. Genau, das ist soweit von der Größe, würde ich sagen, in Ordnung. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, dass wir hier die Wand eben zuziehen. So. Warum ist die Wand hier eigentlich so dick gebaut worden? Was wurde sich dabei gedacht? Weil theoretisch könnte man ja auch einfach hergehen und die Wand hier zwei Steine dick bauen, wenn es um Symmetrie geht, weil dafür muss sie ja nicht vier Steine breit sein. Ich versuche gerade Ascurias Gedankengang zu ermitteln, aber es ist gerade gar nicht so einfach. Ich mache die Wand jetzt erstmal hier wieder weg. Also, ne, ein bisschen schmäler, weil warum sollen wir hier Raumgröße rausnehmen? Ist ja dumm, oder nicht? Ja, so. Ach so, nee, warte mal. Ha! Hä? Warte. Hä? Ach so, das müssen drei Steine mindestens sein, damit es symmetrisch ist. Ja, okay, alles klar, hab verstanden. Alles klar. Wobei, man könnte auch einen Stein nur setzen. Hä, warum hat man denn dann nicht einen Stein gesetzt? Irgendwie wegen Wandprofil oder so? Man könnte auch einfach nur hier so eine Linie ziehen und das dann als Raumtrenner nehmen. Warum hat man das nicht gemacht? Mag mir das irgendjemand mal erklären, denn ich bin überfragt. Eindeutig. Und jetzt brauche ich Half Slabs Cobble. Aber die habe ich leider nicht. Dammit. Dann machen wir uns hier noch ein Crafting Table. Boah, der ganze Turm wird bald voll mit Crafting Table sein. So, aber ich gehe mal auf das heutige Thema ein, Leute. Was ist denn mein Plan? Was möchte ich machen? Und wofür brauche ich eure Hilfe? Oder beziehungsweise, ich brauche nicht eure Hilfe, aber ich möchte gerne eure Meinung mit einfließen lassen. Vielleicht brauche ich auch eure Hilfe. Vielleicht beides. Wahrscheinlich eher beides. Ich möchte ab dem neuen Jahr ein richtiges Short-Format auf meinem Kanal haben, weil, naja, auf YouTube ist das ja jetzt so aktuell mega, ja, so beliebt und voll viele machen das und, keine Ahnung, ich finde das halt auch irgendwie nice und wir müssen da doch Holz nehmen, weil, naja, es ist halt so ein neues Medium und irgendwie ermöglicht das viele, viele neue Möglichkeiten, weil, naja, also so ein Kurzformat hat ja einen ganz anderen Anspruch an sich selber wie ein richtiges Video. Und ja, ich würde das halt schon gerne mal probieren und ja, mich da austesten. Und geht das hier gerade? Wartet mal. Ah, jetzt weiß ich, glaube ich, warum das so breit gebaut wurde. Ja, weil die Steine da unten nicht ersetzt werden können. Okay, da machen wir das auch. Okay, alles klar. Genau, was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, also ich würde gerne ein neues Short-Format erstellen. Weil ich immer mehr merke auch, dass auf YouTube sowas sehr beliebt ist. Ich ertappe mich teilweise selber dabei, wie ich dann durch irgendwelche Shorts durchscrolle auf YouTube. Und ich finde das irgendwie cool. Mir kamen auch schon sehr, sehr viele Ideen, was man da so vielleicht alles umsetzen könnte und so weiter und so fort. Und ja, ich finde, sowas wäre auf meinem Kanal auch eine coole, coole Sache. Und auch ein Format, wo man mal Ideen umsetzen könnte, die man so vielleicht nicht umgesetzt hätte, weil sie für ein normales Video nicht so geeignet wären. Und ja, ich hatte halt überlegt, zum Beispiel so ganz, ganz kurze Mini-Fakten-Videos. Die müssen allerdings, oder da werde ich gucken, dass die einen anderen Zweck in dem Sinne erfüllen, als es bei den alten Fakten-Videos der Fall war, weil macht ja jetzt nicht so wirklich... Oh, wartet. Macht ja jetzt nicht so wirklich viel Sinn, ja, einfach neue Fakten-Videos zu machen, weil es gibt ja nicht so viele neue Fakten. Und vor allem will ich keine alten Fakten aufwärmen, das ist ja auch blöd. Und von daher, ja, ist das schon ein bisschen eingeschränkter. Aber man könnte, ich hatte zum Beispiel auch so daran gedacht, einfach in einer Minute alle Hogwarts-Schulleiter aufzulisten, die es in der Wizarding World gibt. Oder in einer Minute generell solche also so Dinge aufzuzählen. Fände ich auch irgendwie spannend. Und
Also es klingt jetzt so platt oder so, aber vielleicht, ne, oder hier, keine Ahnung, ich nenne in einer Minute alle magischen Pflanzen der Wizarding World oder, ne, dass man das so runterrattert und dass man, wenn man jetzt zum Beispiel gerade einfach die Info haben möchte, welche magischen Pflanzen gibt es in der Wizarding World, dann würde ich das so machen oder, keine Ahnung, ich ratte in einer Minute versuche, oder so kleinere Challenges, dass ich in einer Minute versuche, alle Namen in den Harry Potter Film, also jeder Name, der da mal vorkam, zu nennen und aufzuzählen und zu gucken, ob ich das in einer Minute schaffe. Sowas halt in der Art. Fände ich ehrlich gesagt lustig. Keine Ahnung, wie ihr das seht, aber irgendwie habe ich da so dran gedacht und kann mich mit diesem Gedanken voll gut anfreunden, weil man kann halt so Juxformate aus diesen Shorts machen. Und ich glaube, genau das ist auch der Grund oder der Faktor, der mich da so, ja, so begeistert, sage ich mal. Warte mal, jetzt muss ich mal hier gerade nochmal kurz gucken. Mist, hier müsste so einer gesetzt werden, aber... Wartet mal. Ja, dann würde ich das auf der Seite halt auch machen, damit das auf beiden Seiten gleich ist. Das heißt, wir machen den Boden hier raus und setzen da auch Steinziegel rein. Ja. Und ich mache mir demnächst eine Axt, Leute, keine Sorge. Voll nervig, ich muss endlich mal hier ein bisschen Grundequipment wieder anlachen. Okay, ja, das wären halt so Ideen und ich dachte, hey, warum nicht einfach euch fragen, ob ihr vielleicht noch irgendwelche coolen Ideen habt oder Vorschläge oder irgendwas oder vielleicht, dass ihr meine Idee nehmt und die nochmal ein bisschen erweitert durch zusätzliche Aspekte. Das wäre ultra cool, weil klar will ich ja auf der einen Seite auch etwas machen, was euch gefällt und auf der anderen Seite, warum nicht auf die Schwarmintelligenz der DA setzen und auf die, ja, verschiedenen kreativen Köpfe, die hier dabei sind, um das Ganze nochmal so auszufeilen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht noch eine Idee beisteuert. Und wenn das einige tun, dann kann man hier bestimmt zu coolen und sehr kreativen Ergebnissen kommen. Und ja, genau, deswegen wollte ich das einfach mal in der Folge ansprechen. Ich habe halt schon länger damit geliebäugelt, aber aktuell, ja, merke ich einfach, wie oft ich selber mir solche Videos anschaue. Und dass ich das selber noch nicht auf meinem Kanal habe, ist halt schon irgendwo sad. Also, ne, ich will da unbedingt nachziehen und, ja, vielleicht so ein bisschen Mainstream, vielleicht auch so ein bisschen... Ja, Daniels Holl nachläufermäßig. Bin ich ehrlich, ja, klar, kommt so rüber, aber mir macht das, glaube ich, auch, oder mir würde das auch sehr viel Spaß machen, mich da mit neuen Möglichkeiten und mit einer neuen Art von Video auszutoben. So, Leute, jetzt aber nochmal eben hierzu. Können wir die da oben abbauen? Nein, können wir nicht. Okay, alles klar. Das war eine schnell beantwortete Frage. Dann machen wir die mal wieder dahin. So, ja, dieses Fenster hier kann eigentlich wieder weggebaut werden, weil... Ja, das halt weggebaut werden könnte, weil hier eine Wand hinkommt. Das ist natürlich nicht ganz so sinnvoll, aber nicht zu ändern. Ich weiß nicht, ob im Original auf jeder Seite ein Fenster oder so ein Dachgiebel ist. Da bin ich mir jetzt selber gerade nicht ganz so sicher. Und hier, ja, warte mal, hier können wir... Mensch, machen wir die nochmal eben weg. Und dann setzen wir da auch so und so. Und dann können wir da noch so einen hinsetzen. Ja, also dass es so, ja, leichte Toroptik hat. Warte mal, aber das da würde ich auch gerne ersetzen. Da würde ich gerne Steine reinsetzen. Das sieht komisch aus sonst, falls das möglich ist. Wahrscheinlich hat das irgendeinen anderen Grund, warum ich das nicht gemacht habe. Wir werden es jetzt sehen. So. Moment, zack, zack, zack. So. Nö, das geht. Wow, okay, nö, dann habe ich nichts gesagt. Will ich da den Half-Slab? Nö. Ah, nee, so machen wir das. Ja, ja, so ist besser. Vor allem jetzt, wo da Holz ist, macht es mehr Sinn. Und dann sieht dieser Rundbogen genauso aus wie da. Wow. Ey, Leute, ich glaube, das... Also, ich weiß nicht, was Ascuria gemacht hat, aber irgendwie gefällt mir das Ganze hier. Vielleicht baue ich es auch genauso, wie sie es gebaut hat. Und dann denkt sie mir jetzt wahrscheinlich, oh, Daniel will... heimt sich meine Lorbeeren ein. Aber ich habe wirklich nicht nach Vorlage gearbeitet gerade. Wenn, dann ist es wirklich Zufall. Ich schwöre um mein Leben. Und ich finde es gerade ganz okay. Weiß aber auch nicht, ob mir das bei Ascuria besser gefallen hat, weil, wie gesagt, ich habe es nicht mehr im Kopf, wie Ascuria es gemacht hat. Ja. Ich hole mir jetzt nochmal eben ein paar Fackeln, würde ich sagen. So, warum auch immer ich die weggeräumt habe, weil die brauchten wir eigentlich die ganze Zeit. Und dann setze ich nochmal eben hier ein paar. So, da. Ja, hier haben wir jetzt Schlafraum Nummer 1. Hier ist noch die Frage, diese Wand ein bisschen verkleiden. Könnte man theoretisch machen. Könnte man theoretisch machen. Dann müsste man das ja hier vielleicht auch machen. Weil dann könnte man die Tür wieder mit so einer Vertiefung bauen. Aber da wollte ich ja eh warten, bis ihr mir da eure Meinung schreibt. Und die Tür würde ich hier, glaube ich, sogar noch ein bisschen höher setzen. Weil auf der anderen Seite war sie auch höher. Warte, das kriegen wir auch hin. Das ist kein Problem. So, und dann setzen wir jetzt das Ganze einmal dahin und einmal dahin. Genau.
Und das führen wir jetzt hier wieder runter. So, ja, genau. Das sieht doch gut aus. Dann noch Fackeln. Zack und zack. Und jetzt sitzt die Tür wieder... Ah, nee, ja gut, nee, ich lasse die so. Dann nochmal Zeitumkehrer. Ahoi. Ahoi. Dankeschön. Guck mal, Leute, was für eine geile Aussicht. Da unten müssten jetzt ein paar Leute langlaufen. Das wäre so cool. Das hätte voll den Vibe. Naja. Okay. Boah, ich glaube, das ist gut, was wir hier machen. Also, das ist der eine Raum. Wir zählen die jetzt gleich nochmal ab und gehen durch jeden Raum einzeln durch und gucken, ob wir da oder ob ich da irgendwas vergessen habe, was die Raumverkleidung anbelangt. Aber ich glaube nicht. Hier die Wand würde ich ungern schon direkt... Ich mache, deute die mal ein bisschen mehr an, sodass sie zu ist, so ein bisschen, damit ein besseres Gefühl dafür bekommt. Aber ich weiß halt noch nicht, ob die zugebaut wird. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil... Ja, wegen dem Fenster halt, ne? So, dann nehmen wir uns jetzt hier nochmal das Holz. So, so und so. Und jetzt lasse ich das hier noch eben offen, wie gesagt, wegen dem Fenster, damit wir nicht vergessen, dass da ein Fenster ist, weil sonst würde man das ja gar nicht mehr sehen an der Stelle. Gut, genau. Also der Raum hier soweit, ja, ist noch nicht so ganz super verkleidet. Also ich glaube, wenn wir irgendwo Arbeit reinstecken müssen, dann vielleicht nochmal hier in diese Räume. Auch, dass wir hier das nochmal ein bisschen verkleiden, muss ich mal gucken, ob sich das anbietet. Aber ansonsten gut. Jetzt gehen wir nochmal in den oberen Raum. Wäre vielleicht sinnvoll gewesen, von oben nach unten zu arbeiten. So, genau. Der Raum hier, ja, da muss die Decke noch gezogen werden. Damit warte ich aber erstmal noch. Ansonsten ist der Raum hier auch soweit okay. Am besten gefallen tut mir aber tatsächlich der Raum hier oder die Räumlichkeiten hier. Ne, das sieht doch schon mal ganz sinnvoll aus. Und ich brauche nochmal eben ein paar... Ach so, wir haben noch Türen dabei. Ach so. Ja, dann umso besser. Dann umso besser. Packen wir das mal eben hier so rein. So, zack, zack. Ja. Okay. Da haben wir auch Türen. Okay. So, jetzt, ja, ich guck mal eben, wo fehlen jetzt noch Türen. Hier, warte mal, wo haben wir jetzt den... warte. Da haben wir auch schon Türen. Okay. Hier haben wir Türen. Hier haben wir auch Türen. Und oben haben wir auch Türen. Okay, ja, dann brauchen wir die zwei Türen nicht mehr. Alles klar. So, dann packen wir die mal eben weg. So, alles klar. Gut, ich würde gerne hier noch irgendwie so eine Art Rundbogen bauen, aber das geht gar nicht, ne? Also glaube ich. Nicht gut zumindest. Nee, dafür müsste man hier auf den Boden der oberen Etage zurückgreifen. Das geht nicht. Aber ja, der Raum hier, der gefällt mir auch ziemlich gut. Okay, nee, ich würde sagen, wir belassen es jetzt erstmal dabei, Leute. Weil ich habe es jetzt erstmal ganz rudimentär fertig gebaut mit den verschiedenen Räumen. Jetzt ist halt die Frage, gefällt es euch soweit? Würdet ihr es so lassen? Oder seht ihr noch gravierende Fehler? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, weil dann können wir es nochmal ein bisschen anpassen, überarbeiten. Ne? Ihr kennt das Prozedere. Jetzt gehen wir aber erstmal dazu über. Moment, ich räume mal ein bisschen meinen Stuff weg, damit wir nicht zu viel unnötiges Zeug mitnehmen. So, Steine nehme ich nochmal ein bisschen mit. Und was haben wir hier noch? Ja, die nehme ich noch mit, die nehme ich noch mit. Okay, das langt erstmal. Dann packe ich mir nochmal Werkzeug hier ins Hauptinventar. Sehr schön. Okay, dann geht's wieder raus hier. Oder, wobei, Moment mal, eine Sache würde ich gerne noch machen. Hier die Decke. Die würde ich gerne noch machen. Na, komm, ich warte damit. Ich will euch am Ende der Folge noch eine coole Sache zeigen. Sonst vergesse ich das wieder. Oh Gott, da... Ananas Name? Achso, die ist ja eh Prefect. Das ist, die wird aber schon nicht reinrennen. So, hallo Ananas Name, ich habe hier voll gut gebaut, yay. Oh, ich kann hier nicht hüpfen. So? Ananas Snape? Ey, so doll stinke ich auch nicht. Warum rennst du denn? Warum rennen alle vor mir weg? Ananas Snape, was... Sag mal, bin ich hier im falschen Film, oder was? Ananas Snape, jetzt komm zurück. Ich will Hallo sagen. Alle rennen vor mir weg, als wäre ich so voll der Stinke-Koala. Dabei stinke ich nicht. Ich habe extra geduscht. Hallo, Ananas Snape. Hallöchen. Was denn? Oh. Hi. Wie kommst du denn darauf? Darf sie das? Darf sie das? Hm, warte, ich will auch. Warte. Au. Mano. Okay, ich habe keine Lust mehr. Man lacht dich wieder aus. Okay. Hate. alle ärgern mich hier. Mann, das ist voll gemein. Warte mal, dieses Tor triggert mich. Warum habe ich das so gebaut? Wir machen das anders. Auf die gute alte Dougie-LP-Art und Weise. Zack, zack. Viel besser. Warum habe ich das erst nicht so gebaut? Was ist da los?
Weiß nicht. Also, naja, egal. So, und dann geht's jetzt hier erstmal wieder runter. Animagus, MLG. Hui! Das war knapp. Okay, und dann geht's wieder zurück. Und zwar müssen wir jetzt wie folgt laufen. Ich laufe den Weg einfach mal ab, damit ich euch zeigen kann, dass ich Hogwarts kenne. Und nicht nur so tue. Warte mal, wie muss ich laufen? Warte, wo wollte ich nochmal hin? Achso, ja, genau dahin. Genau. Ja, ich weiß, wo es lang geht, Leute. Ich weiß volle Kanne, wo es lang geht. So, hui. Und wer ist da? Ah, wer? Was? Ravenpuff26. Hallo, Ravenpuff26. Schön, dass du da bist. So, und wir müssen jetzt hier lang. Hier muss ich mir auch mal was überlegen zu bauen. Das sieht auch noch so voll komisch aus. So, jetzt sind wir hier im Verwandlungsinnenhof. Genau. Und jetzt gehen wir ins Klassenzimmer von Minerva McGonagall. Denn ich habe vor, diesen Bereich jetzt sehr bald mit euch anzufangen. Nämlich hier hinter der Tür ist nämlich, ne, dieser ganze Freiraum, den ihr hier seht. Und den können wir extrem gut weiterbauen. Weil im Original, das weiß ich noch, ja, ist nämlich hier ein Gang. Ich glaube, das habe ich schon mal angedeutet. Also ein Gang führt quasi hier seitlich zum Klassenraum von Minerva McGonagall. Das ist auch in einigen Computerspielen. Den Gang werden wir jetzt einfach mal hier mit so Steinen andeuten. Dann ist hier auch keine Erde mehr. Und ich habe ein bisschen mehr Inventarplatz und gleichzeitig noch ein bisschen was erledigt. Das ist immer ganz gut. Ihr werdet euch jetzt aber fragen, Moment mal, Daniel, das ist ja schon gar nicht so einfach hier mit dem Gang, weil da ist ja eine Wand und was ist da los? Da kann man ja gar nicht richtig weiterbauen. Der Gang müsste ja richtig verwurzelt und verwinkelt sein und eigentlich habt ihr recht. Eigentlich habt ihr recht. Aber im Grunde habt ihr nicht recht, weil, warte, das mache ich ja auch mal eben weg. Warum ist der Erde drunter? Eklig. Weil, warte, passt auf, ihr seid voll gespannt, ne? Ja gut, ein paar von euch werden auch schon wissen, was jetzt passieren wird. Ein paar von euch werden wissen, was ich vorhabe. Aber nicht alle. So, das machen wir auch mal eben hier zu Steinziegeln. Irgendwie triggert mich das sonst. So. Gut, und das ziehen wir... Nein, nicht mit Cobblestone. So, und das ziehen wir jetzt auch mal eben bis zum Ende. So. So, perfekt. Und jetzt nehmen wir uns nämlich eine Spitzhacke und klatschen da ein Loch rein und guckt mal, Leute. Ta-ta-ta-ta. Platz. Viel Platz. Zu viel Platz. Als dass ich ihn jemals sinnvoll nutzen könnte, wahrscheinlich. Holy shit. Ja. Geht's hier auch noch weiter? Nein. Aber das ist auch nicht so wichtig, weil hier geht's weiter. Das heißt, wir könnten theoretisch diese ganze Wand hier einmal abreißen. Ne? Das alles hier ist ja, hat ja nicht unbedingt eine Daseinsberechtigung. Nur weil die Räume wurden damals oder die Gebäude wurden damals so hochgezogen. Also in verschiedenen geometrischen Formen. Und deswegen geht das halt hier unten weiter, obwohl das halt keine Daseinsberechtigung hat. Also es muss nicht so bleiben. Und dadurch ermöglichen sich ja völlig neue Platzmöglichkeiten. Und auch die Möglichkeit, hier einen Gang weiter in diese Richtung zu bauen. Also bis hier zumindest. Aber das reicht ja schon. Und das Beste ist, guckt mal hier diese Wände hier. Das hier ist halt einfach auch alles frei. Auch diese Wände hier können wir komplett, können wir komplett einmal abreißen. Und das ist definitiv cool. Ja, also die Möglichkeiten sind grenzenlos und von daher können wir auch theoretisch hergehen und hier, ja, diesen Gangbaum, von dem ich gerade geredet habe. Ich glaube, hierhinter könnten wir, guck, ja, moin. Ah, nee, wartet. Ah, das ist der Bereich. Okay, ich mach mal wieder zu. Also hier könnten wir diesen Gang bauen und dieser Gang, also ich deute ihn jetzt einfach nur mal an, wie breit machen wir den? Ich würde den jetzt erstmal sehr viel breiter machen als eigentlich gewollt, wegen Wandprofil und so, aber der könnte dann hier so lang gehen, so, ja, vielleicht wird er sogar noch breiter, müssen wir mal schauen, nochmal ein paar Fackeln hier hinsetzen, so, genau, und müsste man sich natürlich hier den ganzen Platz noch irgendwas überlegen. Aber das werden wir Stück für Stück machen. Aber dann hier der Gang, der dahin führt. Und dann würde ich hier vielleicht gucken, dass es hier so weitergeht. Da irgendwie so mit Treppenhäusern verbindet. Ich habe noch keine konkreten Ideen. Das ist sowieso ultra, ultra schwer, in so einem großen Bereich richtig gute Raumaufteilung reinzubauen. Ich bin so froh, dass der Verwandlungsklassenraum hier schon so viel Platz weggenommen hat. Weil ich meine, ne, das war ja vorher auch hier alles frei. Und wurde für den Verwandlungsklassenraum wirklich effizient und cool genutzt. Und ja, hier den Gang hinzubauen, kanonisch getreu natürlich,
Das wäre schon nice. Das wollte ich euch einfach mal gezeigt haben. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch Ideen, mag irgendwelche Vorlagen bauen, mir Bilder oder Videos dazu schicken. Das würde mir sehr helfen und da wäre ich sehr gespannt, was ihr hier so umsetzen würdet und ob ihr meine Idee mit dem Gang, der da langläuft, schon mal gut findet und wohin der Gang führen soll. Und ja, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn euch die heutige Folge ansonsten auch natürlich gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Ich freue mich sehr auf euch und wünsche euch bis dahin einen wundervollen Tag und bis dann. Ciao zusammen.